Hallo zusammen zu einem neuen Teil digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. Heute beschäftigen wir uns etwas mehr mit der Hardware und zwar damit, wie man Zahlen und Arithmetik überhaupt auf Hardware repräsentieren kann. Im ersten Teil geht es zunächst mal um die Zahlendarstellung und wie Arithmetik mit binären Zahlen überhaupt funktioniert. Danach gucken wir uns an, wie das mit dem Rechnen auf der Hardware funktioniert, wie man auf FPGAs schnelle Multiplizierer einsetzt und zur Verfügung hat. Dann, wie man quantisiert oder bereits quantisierte Zahlen requantisiert. Und schließlich zum Abschluss, wie sich die Quantisierung eigentlich auf Filter auswirkt, und zwar, wenn man die Koeffizienten quantisiert. Fangen wir mit der binären Zahlendarstellung an. Und zwar mit der Darstellung von vorzeichenbehafteten Zahlen. Wie man eine binäre Zahl darstellt, denke ich, weiß jeder von Ihnen. Aber die Frage ist jetzt erstmal, wie stellt man negative Binärzahlen dar? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine, die relativ nahe liegt, ist die Betragsvorzeichendarstellung. Das, was hier aussieht wie so eine TÜV-Plakette, soll der Zahlenraum sein, den man mit drei Binärstellen zur Verfügung hat. Angefangen bei 000 wie 0, dann zählen wir hier hoch und kommen schließlich bei 011 als maximal darstellbare positive Zahl raus. Wenn wir jetzt das MSB interpretieren als Vorzeichen, dann hätten wir hier jetzt die minus 3, passend zur plus 3, minus 2 und die plus 1. Und dann gibt es hier sozusagen eine schwarze 0 und eine rote 0. Und der Vorteil ist bei dieser Zahlendarstellung, dass man relativ leicht umrechnen kann. Ich muss nur quasi mein Vorzeichen hier vorne auf Plus oder auf Minus setzen. Ich habe auch einen symmetrischen Zahlenbereich, das heißt, es geht von Plus 3 bis Minus 3. Dafür habe ich einen Nachteil, dass das Ganze nicht eindeutig ist. Das heißt, es gibt für die 0 gibt es zwei verschiedene Binärdarstellungen. Die Arithmetik ist ziemlich kompliziert damit. Und das ist der Grund, weshalb das heutzutage auch kaum noch eingesetzt wird, außer von Banken. Und das erklärt vielleicht auch, warum man hier die 0 zweimal hat, sozusagen eine schwarze und eine rote 0. Und es erklärt vielleicht auch ein paar Dinge, die in den Banken so passiert sind in den letzten Jahren. Dann gibt es ein weiteres einfaches Verfahren, das sogenannte Einer-Komplement. Hier definiere ich erstmal die Zahlen bis 3 ganz normal wie gewohnt. Und negative Zahlen, die erhalte ich jetzt, indem ich einfach alle Bits invertiere. Und auch hier ist die Umrechnung einfach, zumindest in Hardware, brauche ich einfach nur sämtliche Bits zu invertieren. Und auch hier habe ich einen symmetrischen Zahlenbereich und auch hier ist das Ganze nicht eindeutig. Das heißt, hier entspricht jetzt die 111 der roten 0 und die 000 der schwarzen 0. Doch hier ist die Arithmetik sehr kompliziert und das Einer-Komplement für sich wird eigentlich gar nicht verwendet. Ich erwähne es jetzt auch nur deshalb hier, weil das quasi die Vorstufe zum Zweier-Komplement ist. Und das ist das, was in der sagen wir, binären Arithmetik gängig üblicherweise verwendet wird. Bis 3 kennen wir schon, wie gehabt. So, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Die Umrechnung zum Zweierkomplement setzt nämlich erstmal voraus, dass wir das Einerkomplement erstmal bilden und dann addieren wir noch eins dazu. Und das nennen wir dann das Zweierkomplement. Das heißt, wenn Sie hier zum Beispiel zu der minus 2 nochmal eins dazu addieren, dann kommen Sie zu diesem Wert hier. Der Nachteil ist, wir haben einen asymmetrischen Zahlenbereich, das heißt, wir können hier zwischen minus 4 und plus 3 darstellen. Dafür ist es eindeutig, es gibt keine schwarze und rote 0 mehr. Und was das Wichtigste ist, die Arithmetik ist super einfach. Das gucken wir uns noch kurz an. Das ist auch der Grund, weshalb das die gängigste Darstellung ist. Bevor wir uns aber jetzt die Arithmetik anschauen, gucken wir uns nochmal an, wie werden rationale, also gebrochene Zahlen dargestellt. Das ist ein normales Binärwort,
Und so sieht das ihr Computer. Dem ist das vollkommen egal, wie sie das interpretieren. Ein Computer sieht immer nur Bits von B0 bis BW, die Wortlänge. Das kann man jetzt interpretieren, sagen, das ist ein unsigned Integer. Das heißt, ich kann mir hier jetzt das Komma vorstellen. Dann kann ich mit einem Wort, der Wortbreite W, kann ich jetzt Zahlen darstellen zwischen 0 und 2 hoch W minus 1. Also 2 hoch W in Klammern und dann minus 1. Sage ich jetzt, dieses Wort soll ein signed Integer sein, nach dem Zweierkomplement, so wie wir uns das gerade angeguckt haben, dann reicht mein Zahlenbereich von minus 2 hoch w minus 1. Und wenn wir uns das mal jetzt in Zahlen umsetzen von dem 3-Bit-Beispiel von der vorigen Folie, da hatten wir 3-Bit, also minus 2 hoch 3 minus 1 sind minus 4. Das passt. Und das reicht bis 2 hoch w minus 1. Und dafür müssen wir auch noch 1 abziehen. Das heißt, von 2 hoch 3 minus 1 sind 2 hoch 2 sind 4, minus 1 sind 3. Das oberste Bit nenne ich mein Sign-Bit oder Vorzeichen-Bit. Das war ja eigentlich bei diesen allen dreien Darstellungen war das so, dass das MSB, wenn es 1 war, dann hatten wir eine negative Zahl und ansonsten war es eine positive Zahl oder halt 0. Das ist ja beim Zweierkomplement auch so. Und die ersten beiden Beispiele waren jetzt Ganzzahlen, Integerzahlen, und da stelle ich mir, wie gesagt, das Komma hier hinten vor. Es hält mich jetzt aber niemand ab, davon ab, das Komma mir an irgendeiner anderen Stelle vorzustellen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ja, ich stelle mir vor, dass mein Komma hier vorne ist. Genau wie im Dezimalsystem nach dem Komma. 10 hoch minus 1, 10 hoch minus 2, 10 hoch minus 3, die Bedeutung der Stellen ist. Genauso ist es im Binärsystem 2 hoch minus 1, 2 hoch minus 2 und so weiter. Man kann es jetzt leicht überlegen, dass wenn ich das Komma ganz vorne hinsetze, unsigned, fractional, dass ich dann einen Wertebereich habe von 0 bis beinahe 1. Und wenn ich es genau wissen will, dann von 0 bis 1 minus 2 hoch minus w, also minus meinem LSB. Genau das gleiche kann ich jetzt auch mit vorzeichenbehafteten Kommazahlen machen. Und genau wie bei vorzeichenbehafteten Integerzahlen interpretiere ich mein erstes Bit, mein MSB, hier wieder als Vorzeichenbit. Dann kann ich Zahlen darstellen zwischen minus 1 und wieder fast 1, aber halt nur 1 minus mein LSB. Und das sind so die beiden wichtigsten Formate in der, ja, in der sozusagen Hardware-basierten Zahlendarstellung. Also egal, ob jetzt Microcontroller oder FPGA, Festkomma oder Fixpoint und Integer oder ganzzahlige Darstellung. Und unter den Fixpoint- oder Festkomma-Darstellungen ist die Darstellung im Zweierkomplement Fractional Normalformat, so wie hier angegeben, wiederum die gängigste Methode. Das heißt, ich habe einen Wertebereich zwischen minus 1 und 1. Und ja, wenn ich noch ein bisschen Wortlänge übrig habe, dann wird in der Praxis oft werden noch so ein paar Bits hier vorne freigelassen, damit, wenn Überläufer auftreten, ich die quasi auffangen und detektieren kann. Der Grund, weshalb ich meine Zahlen gerne in diesem Normalformat darstelle, ist, wenn ich diese Zahlen miteinander multipliziere, dann bleibe ich immer in dem Bereich zwischen minus 1 und 1. Ich kann ja nicht aus diesem Wertebereich rauskommen. Das heißt, größer werden kann das nur beim Addieren. Auch das gucken wir uns nachher noch an. Schauen wir uns das mal an einem kleinen Beispiel an. Die Position, wo ich jetzt meinen Punkt mir denke, die wird beschrieben in dem sogenannten Q-Format. Das heißt, da steht die Anzahl der Vorkommastellen, Punkt, die Anzahl der Nachkommastellen. Das heißt, Q 4.0
bei einer Gesamtwortlänge von 5 entspricht einfach dem ganz normalen Integer-Format und zwar mit Vorzeichen. Und wenn ich jetzt als Beispiel zwei binäre Zahlendarstellungen mir nehme, dann kann ich den zugehörigen Dezimalwert natürlich ganz einfach ausrechnen, indem ich die Stellen entsprechend gewichtet aufsummiere. Das geht auch für negative Zahlen und für negative Zahlen muss ich einfach das MSB quasi subtrahieren. Dann komme ich in einem Fall hier an 13 und im anderen Fall auf minus 3. Und genauso funktioniert das auch, wenn ich jetzt den Binärpunkt mittendrin stehen habe. Das wäre jetzt Q2.2. Zwei Fractional Bits, zwei Integer Bits und ein Sign Bit. Und da gibt es entweder die Möglichkeit zum Ausrechnen, ich summiere meine entsprechend gewichteten Stellen wieder auf. Das heißt in dem Fall jetzt 1 mal ein Viertel, 0 mal ein Halb, 1 mal 1 und 1 mal 2. Oder ich betrachte es direkt so, dass es eigentlich die gleiche Zahl ist wie hier oben, nur dass mein Binärpunkt um zwei Stellen geschoben ist. Und zwei Stellen schieben nach links heißt, ich teile durch 2 hoch 2, also durch 4. Und das funktioniert im Negativen genauso. Und dann bekomme ich diese beiden Darstellungen. Das muss man sich einfach merken. Dieses Komma gibt es in der Hardware nicht, sondern das existiert nur im Gehirn jetzt des VHDL-Entwicklers. Und da ist auch einfach Geschmackssache. Manche denken während des Entwicklungsprozesses in solchen Kommazahlen und andere sagen, ach, das sind eh nur Integerzahlen und ziehen ihre komplette Arithmetik in Integer durch. Das ist, wie gesagt, kann man machen, wie man will. An Interpretationen habe ich immer das gleiche Binärwort. Und das kann ich, je nachdem, was für ein Zahlenformat ich jetzt mir dazu vorstelle, kann ich mir in unterschiedlichen dezimalen Schreibweisen, kann ich mir das ausrechnen. MATLAB macht es da ein bisschen anders. In MATLAB ist die Codierung Gesamtwortlänge und Nachkommastellen. Sie sehen, das kann man aber relativ leicht ineinander umrechnen. Als Übung sollen Sie sich jetzt mal überlegen, dieser Wert 10101, was stellt er dar, wenn ich einmal ein Signed und einmal ein Unsigned Integer habe? Das heißt, im einen Fall ist das hier das MSB, das ist immer das MSB natürlich, aber im einen Fall ist das jetzt hier das Vorzeichen-Bit, im anderen Fall das normale MSB. Und was ist das jetzt, wenn ich ein Signed Fractional mit zwei Vorkommastellen habe? Das heißt, das wäre jetzt das Format Q 2.2 wieder mal. Überlegen Sie sich das mal. Und jetzt der schwierigere Teil ist natürlich, sich zu überlegen, wie stelle ich denn eine Dezimalzahl im Binärformat dar? Und zwar im Q 2.6. Das heißt insgesamt mit 9 Bit, ein Vorzeichen-Bit, zwei Vorkomma-Bits und 6 Nachkomma-Bits. Genau, das wäre sozusagen die Hausaufgabe. Und was Sie vielleicht nochmal ausprobieren können an dem Beispiel von der vorigen Folie, ich hatte ja versprochen nochmal zu erklären, was so toll ist eigentlich an dem Zweierkomplement, an der Arithmetik im Zweierkomplementformat. Das Tolle ist, dass Addieren und Subtrahieren genau gleich gerechnet wird. Das heißt, egal ob Sie zwei positive oder eine positive und eine negative Zahl addieren, Sie müssen die einfach nur aufsummieren und dann kommt das richtige Ergebnis raus. Was sogar noch besser ist, wenn Sie zwischendurch das Zahlenformat, den Wertebereich verlassen, weil Sie vielleicht zwei zu große Zahlen miteinander addieren, wenn Sie dann noch eine negative Zahl davon abziehen, das Endergebnis ist wieder in Ihrem darstellbaren Zahlenbereich, dann ist es trotz des Überlaufs, der zwischendurch aufgetreten ist, korrekt. Das liegt einfach an dieser quasi Modulo-Arithmetik. Das heißt, Sie bewegen sich in so einem Zahlenkreis, wie wir das am Anfang von diesem Abschnitt gezeigt haben. Und wenn Sie sich jetzt im Zahlenkreis über den Maximalwert hinaus bewegen und Sie korrigieren das aber anschließend wieder, indem Sie wieder in die andere Richtung zurückdrehen, dann ist, wie gesagt, Ihr Endergebnis trotzdem korrekt. Das ist einfach wahnsinnig praktisch in dieser Zweierkomplementarithmetik. Probieren Sie das unbedingt mal selber aus.
Um dem Computer das Rechnen beizubringen, brauchen wir natürlich ein paar Regeln. Die erste Regel ist, wie repräsentiere ich eigentlich eine Zahl mit W-Bit-Wortbreite? Da haben wir schon gesagt, okay, das muss ich mir jetzt vorstellen, ein Vorzeichen-Bit. Das muss der Computer quasi wissen, ob er jetzt vorzeichenbehaftet oder nicht vorzeichenbehaftet rechnen soll. Und dann wi.wf Bits für die entsprechenden Stellen. Das ist nur in meinem Kopf. Der Wertebereich, das hatten wir uns gerade auch schon angeguckt, ist bei negativen Zahlen komme ich bis minus 2 hoch wi. Und bei positiven Zahlen komme ich bis beinahe 2 hoch wi. Da fehlt nur das eine LSB, also 2 hoch minus wf. Die maximal darstellbare Amplitude, da muss ich ja zu positiven und zu negativen Werten aussteuern können, wird jetzt natürlich durch den kleineren Wert bestimmt. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine 16-Bit-Zahl habe, dann macht dieses eine LSB so wenig aus, dass ich sage, die Amplitude ist ungefähr dann 2 hoch WI, die maximal darstellbare. Die Auflösung, genau das ist das LSB, 2 hoch minus 2 WF. Wenn ich addieren will, muss ich dafür sorgen, dass meine beiden Zahlen quasi richtig untereinander stehen, so wie Sie das vom schriftlichen Addieren auch kennen. Das heißt, die beiden Zahlen müssen gleiche WI und gleiche WF, also gleiche Vorkomma und gleiche Nachkommastellen haben. Und wenn ich zwei Zahlen addiere, dann, und ich weiß nichts über diese Zahlen, dann wächst im Allgemeinen die Anzahl meiner Vorkommastellen um 1. Das nennt man auch Bit Growth. Das muss ich halt vorsehen bei meiner Addition, dass mein Wort länger werden kann. Und ganz allgemein, wenn ich m Zahlen addiere, dann wächst die Wortlänge um log 2 von m und davon nehme ich den nächstgrößeren Integerwert. Das ist der sogenannte Ceiling-Operator, also besetzt Decke. Das ist eine ganz praktische Faustformel, um abzuschätzen, wie viel extra Bits ich denn jetzt in einem Filter zum Beispiel vorsehen muss, wo ich ja auch die Resultate von meinen M-Koeffizientenmultiplikationen aufsummieren muss. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, wenn meine Zahlen größer werden, dann drehe ich mich in meinem Zahlenkreis quasi über den Maximalwert hinaus. Und nach dem Maximalwert kommt dann der Minimalwert, also der kleinst darstellbare negative Wert. Das heißt, ich wandere hier jetzt bei meinen Operationen hoch und diese eckige Klammer heißt, dieser Punkt ist nicht mehr mit eingeschlossen und ich falle dann hier wieder runter. Das ist jetzt hier dargestellt am Beispiel für ein normiertes Zweier-Komplement Fractional-Format, das heißt 0 Integer-Bits. Aber genauso eine ähnliche Darstellung bekommen Sie natürlich auch, wenn Sie jetzt andere Zahlenformate haben. Das heißt, das ist das typische Zweierkomplement-Überlaufverhalten. Das ist natürlich unangenehm, wenn Sie, sagen wir, eine Regelung haben und in Ihrer Regelung tritt ein Überlauf auf und plötzlich haben Sie anstatt einem ganz großen Stellwert plötzlich einen ganz kleinen. Das wäre so wie, wenn Sie einen ganz harten Lenkradausschlag machen nach rechts, tritt ein Überlauf in Ihrer Servoregelung auf und Ihr Auto lenkt dann ganz scharf nach links aus. Das möchte man in der Regelungstechnik natürlich auf gar keinen Fall haben. Das sieht jetzt hier aus wie so eine gerade Linie. In Wirklichkeit müssen Sie natürlich vorstellen, dass hier eine ganz fein gezackte Quantisierungstreppe drin ist. Aber weil ich einen dicken blauen Strich hier genommen habe, sieht man das halt nicht. So, dieser Überlauf ist, wie gesagt, je nach Anwendung kann der sehr, sehr unangenehm sein. Und da gibt es natürlich dann auch eine Gegenmaßnahme, das ist die sogenannte Sättigungslogik. Das heißt, man überprüft nach dem Ende der Operation, ob der Zahlenbereich verlassen wurde. Und wenn das so ist, dann begrenzt man auf den maximal bzw. minimal darstellbaren Bereich. Das nennt man Sättigungslogik, kostet ein bisschen extra Aufwand, wie man sich vorstellen kann, fürs Überprüfen und Umschalten. Aber das sind so auf dem FPGA vielleicht 5 oder 10% extra Fläche und die spendiert man meistens gerne. Wie realisiert man das? Man muss zunächst vor der Addition das Vorzeichen noch um ein Bit erweitern. Und warum muss ich das machen?
Klar, weil ich ansonsten nach meiner Addition nicht mehr feststellen kann, wenn ich beispielsweise zwei positive Zahlen addiere, ist jetzt diese 1 in der MSB-Stelle, ist das ein Minuszeichen oder ist das ein Überlauf von meiner Addition? Deshalb muss ich ein extra Bit vorsehen, damit ich diese Fälle unterscheiden kann. Das heißt, ich habe hier ein Carry und ein Sign-Bit. Wenn ich jetzt nach einer Addition beide ersten Bits 0 sind, dann ist das okay. Dann ist das eine negative Zahl, eine positive Zahl, die bei der Addition rausgekommen ist. Sind beide 1, dann ist das auch okay. Und mein Sign-Bit zeigt mir halt, es ist eine negative Zahl. Das Carry-Bit muss dann bei negativen Zahlen nach der Addition auch 1 sein. Die Fälle, die schlecht sind, sind die 0, 1. Das heißt, vorher waren beide Bits 0, nach der Addition ist ein Überlauf aufgetreten. Das zeigt mir an, dass ich den positiven Zahlenbereich verlassen habe. Und dann muss ich meinen quantisierten Wert setzen auf 1 minus 2 hoch minus, ja, wie f müsste hier stehen, minus 1. Das heißt, das maximal darstellbare positive Zahl. Im umgekehrten Fall, wenn ich zwei negative Zahlen addiere, dann darf hier mit dem Carry-Bit kein 0 auftreten, sonst ist ein negativer Überlauf aufgetreten und in diesem Fall muss ich dann auf den Minimalwert sättigen, das heißt XQ ist dann minus 1. So, jetzt habe ich gesagt, vor der Operation muss ich gleiche Zahlenformate haben. Wenn das nicht so ist, dann muss ich meine Zahlenformate anpassen. Und zwar bei den Integer-Bits muss ich darauf achten, dass ich nicht einfach Nullen vorne dran hänge. Das funktioniert zwar prima, solange ich positive Werte habe. Bei negativen Werten würde mir das aber einen Fehler machen, weil dann aus einer ursprünglich negativen Zahl, wenn ich jetzt hier Nullen anhänge, dann eine positive Zahl werden würde. Dieser Vorgang nennt sich Sign Extension. Das heißt, ich nehme mein oberstes Bit, mein Vorzeichen-Bit und erweitere das so, dass dann die neue Zahl auch vorzeichenkorrekt ist. Das ist zum Beispiel ein Unterschied, was jetzt Ihr Rechenwerk wissen muss, ob Sie vorzeichenbehaftet rechnen oder nicht. Wenn Sie nämlich nicht vorzeichenbehaftet rechnen, dann brauchen Sie für das Erweitern einfach nur immer vorne Nullen dran zu hängen. Da gibt es in VRDL gibt's auch einen extra Operator für, der heißt Sign Extension, der genau sowas macht. Nach hinten ist es einfacher. Nach hinten muss ich einfach immer nur Nullen anhängen, falls meine Fractional-Wortlänge nicht passt. Genauso gibt es für die Multiplikation natürlich auch Regeln. Und auch bei der Multiplikation von zwei Fixed-Point-Zahlen muss ich darauf achten, dass die Vor- und Nachkommastellen richtig zugeordnet werden. Klar, kennen Sie vom schriftlichen Multiplizieren ja auch. Und dieses Produkt wächst jetzt sozusagen nach vorne, das heißt, die Anzahl der Vorkommastellen wächst und die Anzahl der Nachkommastellen wächst auch. Und insgesamt habe ich dann A plus C plus B plus D plus ein Vorzeichen-Bit. Das ist wie beim schriftlichen Multiplizieren. Und genau genommen müsste ich jetzt auch noch ein extra Bit hier hinzugeben, weil beim Multiplizieren theoretisch der Fall auftreten kann, wenn ich beispielsweise minus 1 mal minus 1 multipliziere, dann kann plus 1 dabei rauskommen und plus 1 ist beispielsweise außerhalb des Zahlenbereichs von diesem normalisierten Fractional-Format. Das geht ja nur von minus 1 bis beinahe plus 1. Wenn ich diesen Fall ausschließe, dann komme ich mit dieser Abschätzung hier aus. Deshalb schreibe ich auch meistens in den Angaben, dass der Zahlenbereich für die Eingangszahlen zwischen minus 1 und zwar ohne die minus 1 und plus 1 liegen soll. Dann schließt man diesen Fall aus und hat außerdem eine symmetrische Zahlendarstellung. Eine Abschätzung, die man beim Filterentwurf noch oft braucht, ist, dass wenn ich jetzt nach der Multiplikation mit meinen Koeffizienten, die Teilergebnisse aufsummiere, dann würde ich eine sehr grobe Abschätzung machen, wenn ich sage, okay, das Wortwachstum ist log 2 mal m, weil das würde voraussetzen, dass meine Teilergebnisse alle jetzt im Bereich
sagen wir mal, maximal minus 1 und plus 1 liegen können. Das stimmt aber bei typischen Multiplizierern nicht, weil die Koeffizienten oft sehr viel kleiner als 1 sind. Das heißt, dass mein Zwischenergebnis dann auch sehr viel kleiner als 1 ist. Da kann man sich leicht einen Worst-Case-Fall überlegen, bei dem aus meinen ganzen Koeffizienten Multiplizierern jeweils die Maximalwerte herauskommen. Und die Maximalwerte sind dann, wenn ich am Eingang plus 1 oder minus 1 stehen habe, multipliziert mit meinem jeweiligen Koeffizienten bi. Und dann ist der Worst Case, das maximal zu erwartende Ergebnis am Ausgang meines Filters, einfach die Summe des Betrags dieser ganzen Koeffizienten. Sich das nochmal gerade vorstellen, stellen Sie sich so einen Wirrfilter vor, wo Sie eine passende Sequenz von Minus Einsen und Plus Einsen reingeschoben haben. Und zwar so, dass jeweils bei einem negativen Koeffizienten dann eine Minus 1 am Eingang steht und bei einem positiven Koeffizienten eine Plus 1. Und dass ich die Plus 1 eigentlich jetzt gar nicht haben kann, weil die nicht im Wertebereich drin ist. Das ignorieren wir jetzt hier mal und nähern das einfach an. Und dann steht jedenfalls am Ausgang jeweils der Betrag von bi. Die muss ich aufsummieren. Und wenn ich davon den Zweierlogarithmus bilde, dann weiß ich, wie viele zusätzliche Bits ich brauche. Und diese Zahl, dieser Wert, den nennt man auch Koeffizientenfläche. Und der ist natürlich kleiner oder kleiner gleich als meine Worst-Case-Abschätzung log 2 mal m. Da kann ich immer noch so ein paar Bits mit einsparen beim Auslegen meiner Filterhardware. Ganz kurz zum Abschluss gucken wir uns nochmal an, warum wir keine Floating-Point-Darstellung auf dem FPGA normalerweise haben. Dieses Floating-Point- oder Gleitkomma-Format ist an und für sich eine sehr praktische Sache. Da ist ein 32-Bit-Wort, das ist genormt, diesem IEEE-Standard 754-854, sodass die unteren 23 Bit ihrer Mantisse entsprechen. Und die restlichen oberen Bits sind das Vorzeichen-Bit und der Exponent. Und mit dieser Darstellung komme ich auf einen Wertebereich zwischen 1,5 mal 10 hoch minus 39 und 1,7 mal 10 hoch 38. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der Möglichkeit, die ich beim normalisierten 32-Bit-Fixpoint-Format habe, dann sieht man, dass der Dynamikbereich von meiner Fixpoint-Darstellung viel, viel kleiner ist. Das heißt, wenn ich einen großen Wertebereich, einen großen Dynamikbereich darstellen möchte, ist die Gleitkomma-Darstellung viel, viel besser. Vorteilhaft ist das Festkomma-Format, aber wenn es um die Hardwarekomplexität und dementsprechend auch um die Energieaufnahme geht, dementsprechend ist der Preis auch niedriger. In allen anderen Kriterien ist das Gleitkomma-Format deutlich besser. Sie müssen normalerweise Ihr Signal nicht aufwendig skalieren vor dem Rechnen. Die Software-Portabilität ist viel, viel einfacher, weil die meisten Plattformen bieten dieses 32-Bit-Format und wie gesagt, Sie müssen auch nicht skalieren. Aber auf dem FPGA und auf günstigen Microcontrollern gibt es trotzdem nach wie vor nur Festkomma-Arithmetik, eben weil die Hardwarekomplexität deutlich geringer ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum gibt es auf FPGAs keine Floating Point Units? Auf DSPs gibt es das, auf General Purpose, ich meine das hier nicht Graphics, sondern General Purpose Unit Prozessoren, gibt es typischerweise eine spezielle Floating Point Rechen Unit. Und auf FPGAs normalerweise nicht. Das ist zwar manchmal nötig, adaptive Filteralgorithmen ist ein typisches Beispiel, wo man wirklich eine sehr hohe Dynamik braucht. Trotzdem gibt es Floating Point Units, Floating Point Arithmetik nur selten auf FPGAs. Der Grund ist, so eine Floating Point Unit ist relativ komplex und würde jetzt viel Platz auf einem FPGA benötigen. Das heißt, wenn Sie sowas haben, haben Sie meistens nur eine FPU pro Chip. Oder die FPU ist zum Beispiel in Ihrem ARM-Koprozessor. Das findet man heutzutage auf vielen FPGAs. Das heißt, alle arithmetischen Operationen müssen durch diesen Flaschenhals von der FPU durchgehen.
Das widerspricht aber eigentlich so der typischen Stärke von FPGAs, nämlich dass ich beliebig parallelisieren kann. Das heißt, wenn ich das unbedingt brauche, dann kann ich nicht parallelisieren und dann bin ich oft besser dran, wenn ich einfach einen ganz normalen Floating Point Prozessor nehme und nicht ein FPGA. Weil nämlich die Taktrate von so einer wirklich hardware-optimierten Floating Point Unit auf einem Prozessor typischerweise 10-mal höher liegen kann als die auf einem FPGA. Das ist einfach ein Nachteil von dieser rekonfigurierbaren Logik. Die braucht mehr Fläche, das heißt, man hat mehr parasitäre Kapazitäten auf dem Chip und dementsprechend kann man nicht so schnell takten wie auf so einem optimierten Pentium- oder AMD-Prozessor. Das war's zum Thema binäre Zahlendarstellung und Arithmetik. Im nächsten Kapitel kümmern wir uns dann darum, wie man diese Arithmetik tatsächlich auf einem FPGA implementieren kann. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Thank you.